Wiener Linien. Täglich befördern sie 2,5 Millionen Menschen. 8.300 Mitarbeiter sorgen dafür, dass der Betrieb reibungslos abläuft. Gerade diese müssen oft unter sehr erschwerten Bedingungen ihren Job ausüben. Da ist Platz, 40 Quadratmeter. Ja, aber es ist Platz für 10 Leute und die... Italia, Italia, Silvester. Hast du alles? Naja, muss auch sein, ne? 54 Millionen Tonnen Müll müssen jährlich von den Wiener Linien aus den Stationen, Bussen und Zügen entfernt werden. Die Kosten dafür tragen wir alle. Aber auch Rettungseinsätze gehören zum täglichen Geschäft. Gleis 1 benötigt die Rettung, der hat eine Fahrgasterkrankung. Stationswart auch bitte. Ja. Jetzt müssen wir uns ein bisschen beeilen. Es ist eine Fahrgasterkrankung auf der Hütteldorfer Straße. Wir müssen Fahrerplatz wechseln. ATV, die Reportage, hat sich rund um die Uhr auf die Fersen der Wiener Linien geheftet und die Mitarbeiter bei ihrer Arbeit begleitet. Gehen Sie gerne nach vorne weiter. Vorne gibt es immer bessere Sitzplätze. Vorne sitzen, hinten schwitzen. Das Herz der Wiener U-Bahnen befindet sich in Erdberg. Für 1,5 Millionen Fahrgäste täglich wird hier für Sicherheit gesorgt. Bernd Sobotka ist der stellvertretende U-Bahn-Leiter und beginnt seinen Dienst. Das ist der Arbeitsplatz eines Stellwerkswärters. Wir sind da auf der Linie U3 gerade. Und ja, ein Teil der Linie U3 von hier betreut. Einmal erkundigen, ob die Linie in Ordnung läuft, ob alles klar geht. 304 Verhaltepunkt ET 187 mit V15 in die Station Zieperer Straße 387 kommen. Im Prinzip regelt jeder hier seine Linie, für die er verantwortlich ist. Und im gesamten Haus gesehen ist die Wiener U-Bahn von da aus gelenkt, betrieblich auch. Grüß dich, Peter. Ah, da bin ich, grüß dich. Alles bestens. Auf der U1 läuft alles, na schau. Wir zwei kennen uns ja schon recht lang. Weil wir zwei sind gemeinsam Bus gefahren in der Garage Vorgarten, daher kennen wir uns schon und haben uns beide verändert. Beide sitzen wir nicht mehr im Autobus. Da herin sitzt man halt in einem Großraumbüro, nicht vom Wetter abhängig. Man fährt dann an Dienstort, von da geht man auch wieder zu Hause. Es ist im Verkehr jetzt auch immer schlimmer draußen, muss man sagen. Also es ist sicherlich eine Verbesserung gewesen. Insgesamt befinden sich 4.500 Kameras in den Wiener U-Bahnen. Die Daten dürfen 48 Stunden gespeichert werden. Diese 360-Grad-Kameras, wo man auch zoomen kann. Ich habe zum Beispiel hier die Pilaria aufgeschaltet. Und wenn ich jetzt das sage, ich möchte ganz gern jetzt, ich habe, da gibt es ja Trafik und ich sage, ich möchte am neuesten Stand sein und möchte mal irgendwas auf der Zeitung anschauen und sagen, aha, so und so ist das. Ne? Also man legt schon von Unternehmen jetzt daher sehr großen Wert, dass die Technik vorrangig ist, dass man wirklich Sachen betrachten kann und sagen kann, okay, die U-Bahn ist sehr toll abgesichert. Leider kommt es immer wieder zu Vandalismus, Übergriffen oder Verbrechen, wie diese im Internet veröffentlichten Aufnahmen zeigen. Die erhöhten Kontrollen durch die Wiener Linien haben dazu geführt, dass 2 von 3 gefilmten Tätern ausgeforscht werden können. Neben Gewaltverbrechen geht der Schaden durch Vandalismus und Verschmutzung in die Millionen. Das Kamerabild ist da und bei Bedarf kann man es auch auswerten lassen. Also würde ich mal sagen, es zahlt sich nicht aus. Da sieht man auch Dinge, die man dann teilweise nicht vergessen kann. Ja, schon auch, ja, aber da möchte ich gleich nicht drüber sprechen. René und Lukas sind als Nightliner in der Nacht unterwegs. Vor allem auf die Zusammenarbeit mit der Polizei wird hoher Wert gelegt. Seit 2010 fährt die U-Bahn an den Wochenenden rund um die Uhr. Zu später Stunde sorgt der Alkohol bei den Gästen für Übermut. Ist doch eh schönes Partyvolk, oder? Solange sie so gemütlich sind, passt das. Man kann sich auf jeden gut verlassen, muss man sich auch in den Job
ja nicht so, dass man da Spaß herumgeht. Manchmal wird es auch heikel. Man muss sich jetzt auf seinen Partner immer verlassen können. Ne? 200 Mitarbeiter führen täglich rund 16.000 Kontrollen durch. Wir nehmen uns den ersten Wagen jetzt vor, fahren einzeln einmal bis zum Praterstern und werden auch mal schauen, eine Kontrolle durchführen, auf jeden Fall. Schauen, ob die Fahrscheine alle passen. Im Wagen auf und ab gehen, schauen, ob irgendwer da drinnen schläft, ob irgendwelche Zerstörungen da sind, Verunreinigungen wieder schauen. Schläfer, alkoholisierte Menschen, muss man leider auch alles schauen. Grüß Gott, die Fahrseite, bitte. Grüß Gott, die Fahrseite, bitte vorweisen. Haben Sie einen Ausweis dabei? Passport ID. Danke. Irgendwas, E-Card. Irgendwas einstecken, wo die Daten draufstehen. Für Station, bitte. Ja, bitte, ist egal. Trotzdem, egal ob Sie eine Station fahren oder vier Stationen. Okay, kein Problem. Darf ich einen Ausweis bitte haben? Dankeschön. Danke. Dankeschön, danke. Dankeschön. So, da. Wollen Sie das gleich zahlen, der Herr? 103 Euro sind es, wenn Sie das gleich zahlen, bleiben Sie anonym. Bitte sprechen Deutsch. Sprechen. Englisch ist besser? Englisch? Paros Gigabyte. 103. 103 Euro. Bitte sprechen Deutsch. Ich Polen. Wohnen in Wien? Wohnen Sie in Wien? Moment, ich trinke. Ich trinke. Wo wohnen? Wo ist Adresse? Wo wohnen? Meine Adresse. Ja. In Wien? Polen. Polen. Kosten oder 64. Okay, bitte. Bleiben Sie in Österreich? Bleiben Sie in Österreich? Hier? Ja. Zahlen Sie es mit der Post. Jetzt wird der Herr beanstandet, dadurch, dass er keinen Fahrausweis mitgehabt hat, kriegt er jetzt von mir eine Beanstandung und eine Strafe von 103 Euro, die er halt, wenn möglich, in drei Werktagen einzuzahlen hat. Danke. Danke. Schönen Tag. Der Einzelfahrschein hätte 2,20 Euro gekostet. Insgesamt legen die Öffis der Wiener Linien jährlich 74 Millionen Kilometer zurück. Oder anders gesagt, reisen Sie 96 Mal zum Mond. Zusätzlich gibt es Zeiten mit Spitzenauslastungen zu bewältigen, wie Konzerte oder Fußballspiele mit bis zu 70.000 Besuchern. So wie das heutige Konzert im Wiener Ernst-Happel-Stadion von Roger Waters, dem Leadsänger von Pink Floyd. Ich habe noch keine Ticket, ich bin unglücklich, bitte kaufen! Nikolaus Panzera ist heute Einsatzleiter und erwartet 40.000 Besucher. Derzeit gibt es ein Problem mit einem Aufzug, der nicht funktioniert. Wie die Kollegin mir gesagt hat, ist der Aufzug defekt oder defekt gewesen. Jetzt werden wir nur kurz schauen, ob er schon wieder funktioniert, weil es war vorher jemand vom Störungsdienst da. Und werden wir natürlich auch gleich wieder nutzen, um da ein bisschen den Vorplatz anzuschauen. Jetzt muss ich da mal kurz... Entschuldigung, seid ihr lieb. Stellt euch mit den Sesseln ein bisschen mehr um dieses Dreieckständerl da auf, weil ihr steht mir da genau im Ausgang, das ist sehr ungünstig. Ja. Du hast einfach gut zu rufen. Hey, ho! Sie auch noch ein Stück weit darüber, dann passt's. Ja, das ist der Blindenleitstreifen. Wenn der Blinder geht, rennt er sich nieder. Na, noch ein Stück weiter. Einen halben Meter, dann bin ich zufrieden. Na, es war 10 Zentimeter. Na gut, jetzt passt's. Wo kann man denn das Geld kriegen? Ja, Toiletten sind da, oder meistens ist da vorne bei Veranstaltungen, da ist er immer 8. Ja, da gibt's was und da vorne ist er immer 48 Container. Warum ist das so wichtig? Ja, weil genau da ist der Ausgang. Und es gehen viele Personen raus und wenn es dringend ist, wollen da sehr viele Personen raus. Das ist enorm wichtig, also gerade heute. Nein. Was nehmen wir jetzt einfach Land? Da ist die Stadt. Oh, es passt. Da ist die Stadt. Da ist das Land. Meine Erfahrung ist, hingehen und sagen, das geht nicht oder sofort hier weg, das funktioniert überhaupt nicht. Man muss sich meistens mit der halben Forderung dann zufrieden geben. Also es sei denn, es ist was Eklatantes. Die haben mir den Weg so weit freigemacht, dass es okay war. Da streite ich jetzt nicht um 20 cm mehr oder weniger. Das ist sinnlos. Seit 6 Jahren ist Nikolaus bei den Wiener Linien.
Angefangen hat er als Autobuslenker. Das heutige Konzert ist für ihn eine große Herausforderung. Der Aufzug scheint zu funktionieren und auch die meisten Konzertgäste sind bereits eingetroffen. Die Menschenmengen, die nun über Stunden angereist sind, müssen dann in kürzester Zeit wieder abreisen. Kurz nur zur Info, für mich ist das also dann schon der letzte Zug, der abstellt, oder der letzte statt einwärts kommen? Für mich der letzte, der dann abstellt. Ah gut, danke, kenne mich aus. So, erstens, wir sind gleich fertig mit Antransport und zweitens, gut News von hinten. Ja, Pause gibt es auch gleich. Und gut News von hinten, der Aufzug funktioniert auch wieder. Sehr gut, danke, gut zu wissen. Ja, passt. Bis dann wieder. Der normale Betriebsalltag, der ist gewohnt, da sind wir auch alle gut miteinander, aber es ist immer was Besonderes, wenn eine Veranstaltung ist, oder Donauinselfest, das ist ein ganz anderer Zusammenhalt in der Mannschaft da. Donauinselfest ist auch immer so. Ja. Das macht Spaß, da hat man untereinander einen Spaß, das ist, ja. Da merkt man halt, dass es so sozial auch passt. Im großen Raum zusammenhalten, dann fährt das alles gut. Dann fährt das Auto, genau. Ja. Dass halt mal schimpfen, das kann alles vorkommen, aber ansonsten irgendwie ausfällig werden oder so. Sollten, eher selten, gell? Ja. Ich hätte eher gesagt, nein. Das machen wir im Vorfeld schon, dass wir das vielleicht so. Schon, aber es kann immer wieder passieren. Ja. Ausnahme bestätigen die Regeln. Aber es wird im Vorfeld dann aber schon. Aber ansonsten, nein. Also, es wird schon alles vorher nämlich besprochen, wie wir das alles regeln, denn. Aber und so. Nein, überhaupt nicht. Nein, sowas sicher nicht. Nicht den Ärger, sondern vielleicht, wie kann man es besser machen? Genau. Das ist das Einzige. Den Ärger nicht, sicher nicht. Anna-Maria ist seit 4 Jahren bei den Wiener Linien tätig und zählt zu einer der jüngsten U-Bahn-Fahrerinnen. Wenn die U-Bahn fährt, also wenn es nicht vor 5 Uhr ist, bevor die erste U-Bahn fährt, dann fahre ich mit der U-Bahn. Sonst muss ich mit dem Auto fahren. Dienstbeginn ist in Erdberg, wo auf 57 Gleisen die Züge der U2 und U3 auf ihren Einsatz warten. Ich werde jetzt meinen Zug herrichten. Ich werde die ganzen Sicherheitsvorrichtungen checken, damit ich dann sicher rausfahren kann und auf die Strecke. Bevor ich zur U-Bahn gekommen bin, war ich Stewardess. Ich bin 3,5 Jahre geflogen. Ich war bei einer Privat-Airline. Ja, und dann hat es mir schon langsam gereicht und jetzt bin ich U-Bahn-Fahrerin. Jetzt kontrolliere ich die ganzen Sicherheitseinrichtungen und werde mal schauen, ob alles funktioniert, so wie es sein sollte. Jetzt melde ich mich beim Stellwerk, dass ich betriebsbereit bin und dann zu meiner Abfahrtzeit fahre ich raus und auf die Strecke mit der Fahrgäste nach Otterfing. Ich bediene hier die Signalanlage draußen vor Ort, damit der Fahrer auf seinem Zug signalisiert bekommt, ob er fahren darf, wann er fahren darf, wie schnell er fahren darf. 308, guten Morgen, für Stellwerk Erdberg, bitte kommen. Ja, guten Morgen, Zug 308 vor ED 431 betriebsbereit. Zwangsbremse erhalten und gelöst. Kommen. Ja, danke schön, Ende. Der Regen ist mir in dem Fall egal, weil ich bin die meiste Zeit also im Tunnel. Ja, wäre es auf der U2 zum Beispiel, dann wäre es ein bisschen rutschig heute. Aber mit Vorbremsen und also auf Sicht fahren geht das schon. Freut man sich, wenn es dann losgeht, oder? Ja, vor allem um die Uhrzeit, es ist viel los, das heißt, die Zeit wird schnell vergehen. Die Leute fahren alle zur Arbeit, zur Schule, die Kinder. Also wird jetzt einiges los sein. Bitte einsteigen. Gibt es da viele Sachen, was ihr sagen müsst? Oh, es gibt bestimmte Ansagen, also Bestörungen bei, wie zum Beispiel, wie jetzt, bitte einsteigen, zurückbleiben bitte, Türen schließen. Steigen Sie nicht mehr ein. Jetzt fertige ich ab, mache die Türen zu. Und solange ich wegfahre, achte ich noch immer im Spiegel, dass sich niemand nähert. Und dann fahre ich einfach los. Das Coole mit Oberfahren ist für mich zum Beispiel, ich bin noch sozusagen jung, ein Fräulein sozusagen. Und ja, ich finde es halt interessant, weil ich bin so klein und man sieht das nicht so oft, dass kleine Personen so einen großen Zug fahren. Ja, und ich finde es vor allem interessant, wenn ich die Leute am Bahnsteig sehe und die sehen ein Mädchen drin sitzen und dann lachen sie mich an und denken sich, ja, super.
gibt es auch eher viele ältere Personen, die sagen, ja, Respekt, sieht man nicht oft. Also die Hauptgefahren sind vor allem in der Stoßzeit, wenn viel los ist, die Kinder, wenn es zur Schule gehen, weil da drängeln auch die älteren Leute. Und Westbahnhof, Stephansplatz, Erdberg, halt, wo die ganzen vielen Umsteiger sind auf die U1, auf die U4, Landstraße wie zum Beispiel U4. Da ist schon einiges los. Ein Einsatz erreicht Bernd Sobotka. Er hat heute Bereitschaft für Notfälle in dem rund 260 Kilometer umfassenden Schienennetz der Wiener Linien. Wir müssen das ist 13 da noch, Hofwiesengasse. Dort dürfte ein größeres Fahrzeug, sprich LKW, die Oberleitung beschädigt haben im Bereich der Eisenbahnunterführung. Das heißt, so wie es ausschaut, werden wir dort den Betrieb einstellen müssen, die Oberleitung instand setzen und schauen, was wir für Ersatzmaßnahmen noch brauchen, beziehungsweise wie lange es dauern wird, dass der Schaden behoben ist. Die Gefahr besteht darin, wenn er die Aufhängung beschädigt hat, dass einmal die Oberleitung reißt und auf einen längeren oder größeren Streckenbereich dann die Oberleitung herunterfällt, dort auch Sachbeschädigung, also Autos beschädigen kann und letztendlich auch Menschen gefährden kann. Neben Unfällen sorgen Brände, parkende Fahrzeuge und diverse Schäden für Betriebsstörungen. Alleine im letzten Jahr haben 2500 Falschparker die Straßenbahnen blockiert. Mal, was passiert ist genau, muss man abschätzen, wie lange es vielleicht dauern wird. Und bei ihm hat es aber durchgewichst, oben die Leitung, die Hydraulikleitung und vom Steher auch noch, das ist auch durchgeschlagen, deswegen ist alles voll. Nun ist für Herrn Sobotka wichtig, einzuschätzen, wie lange die Verzögerung dauern wird und welche Maßnahmen gesetzt werden müssen. Das Fahrzeug muss oben an der Oberleitung gestreift sein. Man sieht schon die Brandmarken von dem Fahrzeug. Ich nehme mal an, dass es um den LKW da vorne geht, dass er mit Ladekran gestriffen ist. Jetzt werden wir geschwind anschauen, ob es in Ordnung geht, die Vorleitung. Ja, gestern hat derselbe hat das auch wieder runtergerissen. Haben es nachher gespannt. 1,5 Stunden war Zeit und war unterbrochen, sind etliche Straßenbahnen schon da gewesen. Und jetzt schon wieder. Die Straßenbahn benutzen, sitzen ja. Da jetzt eine halbe Stunde oder länger drinnen, die sind die Armen. Ne? Für die Kunden ist natürlich ärgerlich, für uns, wir können da auch nichts dagegen unternehmen, wenn der Strom jetzt nicht geht, geht es halt natürlich nicht, aber wie gesagt, es tut leid für die Kunden, ansonsten müssen wir halt warten, bis es wieder funktioniert. Da vorne steht so ein riesengroßes gelbes Auto. Wenn das wegfährt, können wir auch weiterfahren. Ein großes gelbes Auto. Okay, danke. Es gibt einige, die sagen, okay, kann passieren, aber andere regen sich natürlich auch auf. Weil es vielleicht zum Termin zu spät kommen oder weiß Gott was. Die Störung konnte diesmal von den Wiener Linien rasch bereinigt werden. Doch zeigt es, dass kleine Schäden extern verursacht zu langen Wartezeiten führen können. Alles gut verlaufen, eine super Truppe, die haben das wirklich ruckzuck erledigt, sehr gut gearbeitet und jetzt hoffen wir, dass es so bleibt auf der Strecke, weil es war ja gestern nahezu an derselben Stelle derselbe Vorfall. Und wenn man sich anschaut, die Baustelle da umliegend, kann es passieren, wenn ich mir die Höhe der Ladekräne anschaue, dass das vielleicht noch einmal passieren wird. Also hier ist gefragt, dass die Baustelle einwirkt auf die Transportunternehmen, dass sie wirklich Augenschein nehmen, wenn sie im Bereich der Oberleitung arbeiten. U-Bahn-Station Stadion. Das Konzert von Roger Waters hat bereits begonnen. Und die Station muss nun auf den Ansturm der rund 40.000 Besucher vorbereitet werden. Wir werden jetzt die Station von Antransport auf Abtransport umrüsten. Das heißt, wir machen die großen Türen zu, weil die Leute rausgeströmt sind. Und machen stattdessen kleine Türen auf, wo sie dann durch diese Meandergitter durch müssen. Das werden wir dann später live erleben. Das hat den Sinn, dass die Leute hier gebremst werden. Warten sollen sie vor der Station und nicht in der Station. Ja, da kommen Sie nachher wieder rein. Anton, Vorsicht. Nachdem alle Vorbereitungen getroffen sind, hat Nikolaus Panzera von der Betriebsaufsicht kurz Zeit, die Stimmung auch selbst zu genießen. Heute hätte ich gerne wirklich die Show sehen, weil ich glaube, heute schaut da viel das Auge zu, aber
so, der Sound ist auch schon ziemlich cool. Ich muss zugeben, ich habe auch schon am Bahnsteig getanzt, also das ist halt das Coole, weil wenn man das Konzert läuft noch, man ist schon auf Position, man wartet, bis die Gäste kommen und dann ist ein cooles Lied, man kann ja da auch ein bisschen improvisieren, sage ich immer. Aber so, ja, jetzt einmal Pause zwischendurch, durchschnaufen ist auch ganz angenehm. Also ich glaube, es klingt relativ aus. Panzeran alle in der Station Stadion, bitte die Stationsköpfe schließen und die Positionen besetzen. Der Abtransport beginnt in Kürze. Bei solchen Großereignissen arbeiten die Wiener Linien auch mit externen Sicherheitsfirmen zusammen. Meine Aufgabe wird es ja sein, die Massen so weiterzuleiten, dass alles sehr gut von Engpässen, dass keine Engpässe entstehen, dass alle Leute sich gut auf die einzelnen Lichter dort verteilen, damit nicht alles hier reinströmt. Und dass wir nicht sagen können, 40.000 und ein paar Zerquetschte wie bei Love Parade, das wollen wir hier nicht. Und deswegen hat auch die Wiener Linien hier gewisse Einstellungen getroffen, wie solche Szenarien zu vermeiden sind. Die Eingänge zur U-Bahn sind jetzt da vorne. Und jetzt begeben wir uns auf Position auf die Bahnsteige und warten auf die Leute. Das geht jetzt da und wird dann auch ziemlich schnell gehen. Bitte weitergehen. Jedziecie do przodu, prosim. Bitte weitergehen. Please move on ahead. Please move ahead into the green light. Jedziecie do przodu, za zielenie semaforu, prosim. So da. Geschlossen ist. Ja, okay. Sie kennen das Prozedere, nur noch mobilitätseingeschränkte Fahrgäste da und ja, alle anderen rein. In die Richtung. Ja, die typische Vereinzelungstaktik. Genau. Engpassgenetik. Genau, so wie immer. Okay. Ich spreche 8 Fremdsprachen, also 4 spreche ich fließend, 9 weitere, also jetzt 5 weitere spreche ich. Ich lerne hauptsächlich die aus dem slawischen Bereich, weil bei mir ist es so, ich mache es nebenberuflich, neben meinem AMS-Bezug, weil mein Abschluss hier aus Deutschland nicht anerkannt wird. Und deswegen habe ich abends eine HTL und mache die ganzen Fremdsprachen halt. Mit so einem Job immer mal klappt halt. 5 Minuten später ist es soweit. 40.000 Konzertbesucher sind Richtung U-Bahn gestürmt. Nikolaus Panzera übernimmt das Mikrofon. Die Mitarbeiter müssen nun dafür sorgen, dass die Massen sich rasch verteilen und schnell wegkommen. Nächster Zug fährt auf Gleis 3, das ist der Bahnsteig gegenüber. Der nächste Zug fährt auf Gleis 3 ab. Und der Zug ist auch schon da. Bitte auf den anderen Bahnsteig kommen. Gleis 3, der nächste Zug Richtung Karlsplatz. Am Gleis 3 einsteigen, bitte gehen Sie bitte im Fahrzeug in das Wageninnere vor, dann können wir mehr Leute pro Zug nach Hause führen. Zum Karlsplatz. Zum Karlsplatz. Das macht mir Spaß, ja. Nur das Mikro funktioniert gerade nicht so gut. Das macht mir nicht so Spaß. Kommen Sie gerne noch weiter nach vorne. Vorne im Zug ist noch Platz. Ich sehe noch 1, 2, 3, 4 Sitzplätze. Und der nächste Zug auf Gleis 1, das ist der Bahnsteig gegenüber. Nächster Zug fährt auf Gleis 1. Gehen Sie gerne nach vorne weiter. Vorne gibt es immer bessere Sitzplätze. Vorne sitzen, hinten schwitzen. Einsteigen bitte. Ja, vorne sitzen, hinten schwitzen. So kann man die Leute ein bisschen mit Gags dazu motivieren, dass sie nach vorne kommen. Bitte einsteigen und bitte nach vorne weiterkommen. Vorne ist noch Platz im Zug. Partnersuchende eher hinten, da ist es zum Kuscheln besser. Sitzplätze sehe ich noch einen, aber da sitzt der Hund. Also jemand mit Hundeangst, bitte hinten einsteigen. So, Gleis 1. 1, 2 oder 3, letzte Chance vorbei, der Zug wird abgefertigt. Zurückbleiben bitte, nächster Zug, Gleis 3 gegenüber. Nikolaus Panzera muss das Mikro seinem Kollegen übergeben, um sich in der Führungskanzel einen Überblick zu verschaffen. Hier werden die Passagierströme gelenkt. Wie schaut's aus in der Creau? Ja. Ja, sehr gut. Wir haben jetzt den großen Andrang schon bei uns da vor der Station. Das kann ich da schön sehen. Und in der Creau sind auch einige Fahrgäste. Da sieht man schön, das ist das, was wir erreichen wollen. Das ist das berühmte schwarze Rechteck. Dann sind bei allen Eingängen gleich viele Personen. Dann kriegen wir da schön über die Korridore, über alle Stiegen kriegen wir ziemlich gleich viele Leute. Aber es werden vorne immer weniger sein als hinten. Man sieht jetzt schön, jetzt sind wir langsam richtig voll.
Der nächste Zug wird auch dann wieder gut gefüllt sein, aber der ist eh gleich da, oder? Ah ja, der ist gleich da, der wird in 30 Sekunden circa da sein. Stark, stark, die Welle, ja, stark. Ja, die Welle, das ist ein Klassiker. Wenn man viele und gute Leute, also viele gut motivierte Fahrgäste hat, dann kann man, schon für einen U-Bahn-Fahrer habe ich schon Feedback gekriegt, schaut super aus. Eine Störung wäre fatal und könnte Panik auslösen. Gegenmaßnahmen müssten rasch gesetzt werden. Muss ich schauen, dass in der nächsten Station kein Zug steht, bevor ich den losschicken kann. Weil wenn der dann dort stehen bleibt oder nicht mehr wegkommt, habe ich den Zug auf der Strecke stehen. Das ist das, was ich unbedingt vermeiden muss. Also Züge immer in der Station. Deswegen, der fährt ab. Und während der Fahrt. Pfeil. Passt. Super, nächster Zug, Gleis 1. Bisschen Stress, bisschen Adrenalinkick. Aber ohne den wird man unaufmerksam. Also, es ist schon immer, vor allem es ist unberechenbar. Wir wissen ja nicht, es kann uns auch was passieren. Es kann auch ein Zugdefekt werden und so weiter. Und wir müssen halt dann sehr schnell handeln. Also, es ist immer ein bisschen Nervenkitzel, sage ich, ist auch dabei. Auch wenn die U-Bahn nicht 24 Stunden im Fahrbetrieb ist, arbeiten die Wiener Linien rund um die Uhr. Um 1 Uhr morgens macht sich die Fahrschule für Sonderfahrzeuge auf dem Weg zum praktischen Teil. Georg darf heute zum ersten Mal ans Steuer. Ein Staubsauger für Männer, schön groß, schön laut. Und werden wir dann hören. Also langweilig wird es nicht. So. Also es ist immer eine Herausforderung. Wie gesagt, der Zeitdruck ist halt da. Ich muss halt schauen, dass es sauber ist, weil es wird alles nachkontrolliert. Eben wegen der Sicherheit und Brandgefahr. So, also soweit ist alles in Ordnung. Rundherum passt alles. Gut, Batteriehauptschalter eingeschalten. Ist eingeschalten. Gut, dann können wir starten. Können wir starten. Gut. Fahrlehrer Norbert überprüft jeden Schritt seiner Schüler. Genauigkeit ist ihm wichtig, denn das Zeitfenster für die Arbeiten am Gleis ist kurz. Um 4.30 Uhr müssen die Schienen geräumt sein. Ja, lass den Saugkorb runter. Runter. Ja. Oberbremsen auf 3. Und ausfahren. Nach links. Langsamer. Langsamer. Den Bildschirm aufschalten, wo der Bahnsteig ist, und mit der Verbreiterung sagen wir jetzt bis zur Bahnsteigkante den Schmutz weg. Ja, man muss sich schon sehr konzentrieren, dass man Geschwindigkeit hält. Vor allem, wenn dann gesagt wird, dass man nicht schnell dran ist. Für das, dass manche Leute in der Nacht nicht arbeiten können, ist das schon sehr anstrengend. Nicht? Wenn man sich doch immer konzentriert sein muss, dass man Fehler vermeidet, das ist schon anstrengend. Plagt sich schon. Was? Plagt sich schon. Jetzt ist weg. Ja. Na, ist klar, da geht es bergauf. Gell? Ja. Mit den 15 noch dazu. Das heißt, wenn er es nicht packt, was müssen wir machen? Stehbleiben? Stehbleiben und mit dem Ansatz. Voll einbremsen. Voll einbremsen. Ja, jetzt gehen wir auf die Wohlschalterstellung an. Und jetzt? Wir haben zu wenig Kraft, deswegen können wir nicht gescheit beschleunigen. Jetzt müssen wir umschalten auf der Stellung 1. Da haben wir ein bisschen mehr Kraft im Antrieb. So, nein, da lass ich. Lesen, 21, 22 und 4. Ah. Ja. Lesen. Okay, lesen. So, jetzt hast du. So, jetzt hast du 4 gehst, 21, ja. 22 und dann erst Steilschuh. Okay. Lesen. 21, 22. Ah, müssen wir dann lesen. Ja, ungewohnt, weil erstens sind wir jetzt das erste Mal auf der Strecke. Vorher muss es einen Bahnhof gibt, nur am Bahnhof haben wir leider keine Steigung.
21, 22 Schritte. Ein. Das ist ja der Bock gesagt. Das ist der. Da ja, rollt aber nicht zurück, sondern ganz früh. Ja. Jetzt auch. Das Problem ist, dass wir nicht weiterkommen. Das sind halt die Jahre, gell? Naja. Wo ist dein Schwung? Ja, darf man nicht vergessen. Die erste Mal auf der Strecke mit dem Ding. Oben in der Station können wir dann auf zwei schalten, gell? Ja. Das ist schon ein bisschen unangenehm. Aber gehört auch dazu. Und beim nächsten Mal werden wir es dann schaffen. In der Steigung muss man richtig die Bremsen lösen. Muss man zwei Sekunden warten und dann erst den Fahrbefehl eingeben. Weil sonst drehen wir immer wieder zu. Aus diesem Grund sieht man, wie wichtig die Ausbildung der Mitarbeiter ist. Denn den 40-Tonnen-Staubsauger Engelbert kann man nicht von heute auf morgen bedienen. U1. Für Sicherheit sorgen nächtlich die Mitarbeiter der Nightliner. René und sein Kollege Lukas sind bereits seit 3 Stunden unterwegs. Geht's her? Geht's her alles? Passt ja alles? Wo müssen wir aussteigen? Wo müssen wir denn aussteigen? Hm? Bader Stern? Nein. Na? Weiter? Hüttelrohr. Hüttelrohr? Ja, da haben wir ein Problem, wir sind in der U1. Nach Hüttelrohr, U4. Nein, ich bin alleine gesessen. Wo ist er mit? Hüttelrohr? Jungstraße, dann die U3. Dann müssen wir auf die andere Seite um. Dann müssen wir zum Stephansplatz retour. Steigen wir aus die nächste Station. Umsteigen. Ich weiß nie, was passieren kann. Da kann auszucken plötzlich, mehrere andere Fahrgäste verletzen. Im Endeffekt stehen wir immer da. Entweder als Buhmänner oder dann heißt es immer, warum haben wir nicht mehr eingegriffen? Das ist halt immer das Problem. Passt alles? Ja, muss auch sein. Ne? Ganz positiv. Einfach rauf, die Rolltreppen und auf der anderen Seite wieder runter zu U1. Ja? Und zum Stephansplatz retour. Okay? Gut, dann wünsche ich einen schönen Abend. Positiv sein. Station verschlafen. Besser wir wecken ihn auf, weil sonst fährt er noch 4 Runden mit. Und Alkohol schätze ich eher. Also wieder schlimm mit Party noch schon gewesen sein für ihn. Das Problem ist halt, dass manche ja, schlafen dann und ist irgendwelche Sachen weg oder sonst was. Ist auch nicht schön, ne? Wird leid. Im gesamten U-Bahn-Bereich besteht seit 2006 striktes Rauchverbot. Die Strafe dafür beträgt 50 Euro. Sei so nett, machst du das denn hier aus, ja? Sonst komm ich runter. Das ist wurscht. Die Verwarnung durch die Nightliner wurde von dem Fahrgast übergangen und dieser raucht weiter. René folgt den Personen. Ich verstehe es einfach nicht. Man kann was trinken, alles mögliche, man muss sich aber häufig immer noch wissen, wie man sich benehmen sollte. Und Ihre Fahrausweise hätte ich auch gern gesehen. Hallo die Herren, die Fahrausweise. Fahrausweise? Mhm. Ich bin ja nicht gefahren. Ist egal. Beim Betreten, noch fahren. Sie brauchen, sobald Sie den Bahnsteig betreten, einen gültigen Fahrausweis. Und wie kriegen wir den jetzt? Jetzt ist es zu spät, jetzt kriegen Sie ihn von mir, kostet 103 Euro. Was? Jetzt kriegen Sie den Fahrausweis von mir, der kostet 103 Euro. Dann kann ich fahren, so viel ich will. Dann können Sie fahren, eine Fahrt, eine Richtung. Wollen Sie das gleich zahlen? Ja. 103? 103 Euro für Schwarzfahren und 50 Euro fürs Rauchen. Wofür? 50 Euro fürs Rauchen. Was war Geld mit Ihnen? Das heißt 153 pro Person. Ja, mit der hier hast du noch Geld mit. Nein, genau. Also wir haben es jetzt nicht so wahrgenommen, wirklich. Also mit den Tickets wirklich nicht. Echt nicht. Das wussten wir echt nicht. Also wir meinten wirklich, wir könnten hier irgendwo ziehen. Mit dem Rauchen, das verstehen wir wirklich gut. Los, mit den Tickets wussten wir echt stimmt nicht. Stimmt so. Los, ja. Nein. Los, gelaufen. Jetzt pass mal auf. In Deutschland, da kriegt man das Ticket genau hier unten immer. Ja. Bei uns müssen sie unbedingt spielen. Ja, das immer ja, in Österreich. Da geht es nicht genug. Aber wir kommen von Deutschland. Naja, aber jetzt sind sie in Österreich. Wir müssen jetzt runterkommen. Haben sie überall Fahrscheine gemacht. Aber ihr seid echt freundlich, ey. Ja, schauen Sie her, wir haben Sie
gebeten, die Zigarette auszumachen, wenn sie es gleich ausgemacht hätten. Ich habe die vorher ausgemacht. Sie haben die noch beim Runterfahren, ja, unten an. Ich habe die vorher ausgemacht. Sie haben es beim Runterfahren noch geraucht. Da sind wir auf Richtung Umbruch. Ja, wie? Hast du mal ein Retourgeld? Ja. Einen Euro. Also wir machen eine Rundreise von Prag, Bratislava, jetzt sind wir hier. Ja, gut. Es ist ein bisschen teurer geworden, das Ganze. Ist doch die Scheiße, ne? 103 Euro haben sie bezahlt, offene Forderung, gibt es keine. Und sie bleiben anonym. Ja, danke schön. Außer in dem Fall. Ja. Meinen habe ich schon. Jetzt geht's weiter. Jetzt geht's zur Bank, mal neues Geld, jetzt geht's weiter. So sieht's aus. Im Normalfall, wenn die Herrschaften die Zigaretten noch ausmachen, habe ich damit kein Problem. Aber wenn er es dann weiter raucht und es ist ihm egal, dann frage ich halt schon nach. Und in dem Fall, ja, alle keinen V-Ausweis. Und sonst auch, ja, 50 Euro fürs Rauchen, die haben ihnen noch erlassen. Und somit haben ihnen nur die Schwarzfahrt mehr oder weniger verrechnet. 2 Uhr morgens, Station Hauptbahnhof. 12 Mann tauschen tonnenschwere Stromkabel. Ein Knochenjob. Zeit haben wir circa bis 3.30 Uhr. 3.45 Uhr ist so ziemlich das Ende, wo der Transport wieder zurückfahren muss. Ich muss ja schauen, dass wir keine großen Schleifen kommen, dass wir nicht hängen bleiben, dass wir es nicht aufreißen. Und antreiben und bremsen. Wie schweißen das Teil? Das, wenn es voll ist, 3,5 Tonnen. Wie anstrengend ist das? Ah, genug anstrengend. Ich brauche keine Fitness. Da ist das große Herzstück der U-Bahn, das stimmt, ja. Das ist der Kabelkeller, wo im Großen und Ganzen die meisten Kabel, die was zur Versorgung der Stromschiene hier verlegt sind. Also hier befinden sich die 20 KV-Kabel. Das ist die Anspeisung, die was aber nicht nur die Stromschiene anspeist, sondern an und für sich die ganze Station. Stationsversorgung von Steckdosen über Lampen, Rolltreppen, sonstiges wird somit angespeist. 25 Meter unter dem Wiener Straßennetz ist Anna-Maria seit 4 Stunden im Dienst. Sehr geehrte Fahrgäste, bitte beachten Sie, dass nach dem Warten zurückbleiben, bitte das Ein- und Aussteigen verboten ist. Warum ist es wichtig? Also meistens ich mache das meistens immer kurz nach der Landstraße, weil vor der Station Stephansplatz. Da ist meistens viel los. Und ich denke mir halt, vielleicht, wenn die Leute drängeln, vor allem wenn sie es jetzt eilig haben zur Arbeit, dann erspare ich mir, dass sie zwischen der gelben Linie und der Bahn, zwischen dem Zug stehen und mir doch noch reinhüpfen oder die Fahrgäste doch noch aussteigen, bevor ich abfertige. Also einerseits verstehe ich die Leute, wenn sie es eilig haben, vielleicht stehen manche zu spät auf und sind zu spät dran in die Arbeit oder in die Schule, in dem Fall die Kinder. Also ich wünsche mir einfach nur, dass die Fahrgäste sich auch in die Lage versetzen können vom U-Bahn-Fahrer, weil wenn ich jemanden einzwicke und der mir noch rausrennt oder noch reinrennt in die Tür, dann irgendwie spüre ich auch den Schmerz und habe dann auch ein schlechtes Gewissen. Also ich würde mir schon wünschen, dass die Leute mehr auf die Ansagen achten. Aber zum Glück haben wir die Türkanten kaum, wenn sie irgendeinen Gegenstand dagegen fühlen, dann gehen sie ja automatisch auf. Steigen Sie nicht mehr ein. So zum Beispiel wie der Herr, der jetzt gerade eingestiegen ist. Zum Glück hat er es noch rechtzeitig geschafft. Und ich bin mir sicher, dass er die Ansage nicht gehört hat. Doch plötzlich kommt es einige Stationen weiter zu einem Zwischenfall. Die Leitstelle ist bereits alarmiert. Ja, 249, ich schicke Ihnen den Stationswart und verständige die Rettung, die dann zu Ihnen kommt. Bleiben Sie bitte beim Fahrgast stehen kommen. Der 1 benötigt die Rettung, der hat eine Fahrgasterkrankung. Stationswart auch bitte. Ja. Rufst du bitte den Stationswart? Ja. Ich hol die Rettung. Fahrgasterkrankung, Person ansprechbar, keine sichtbaren Verletzungen. Wir brauchen bitte die Rettung. Ja, danke. Das ist im Zug. Kann ich Ihnen jetzt nicht sagen, was los ist, aber der Fahrer läuft. Was kann sich, wenn der Fahrer läuft? Was dringend ist. Wer sucht ein Telefon? Tonkamera, D2 kannst du aufschalten, du siehst das schön. Sieht man es? Ja.
Jeden zweiten Zug herausnehmen und einen im Gleiswechsel immer führen und die Fahrer bitte informieren. Das in Ordnung, ja. Dankeschön. Auf der U3 kann ein Zug wegen eines kranken Fahrgastes die Station nicht verlassen. Anna-Maria ist mit ihren 900 Fahrgästen im Waggon davon betroffen. Ja, Zug 308, kommen. Die Fahrt geht jetzt Westbahnhof auf Gleis 1, dort bitte Fahrerplatz wechseln mit dem Zuglinien, kommen. Ja, verstanden. Die Fahrt geht auf Westbahnhof Gleis 1 und den Fahrerplatz wechseln und wieder Richtung Simmering kommen. Zurück, okay. Markieren. Was heißt das jetzt für dich? Moment. Sehr geehrte Fahrgäste, aufgrund einer Fahrgasterkrankung im Bereich Hütteldorfer Straße fährt dieser Zug nur bis zur Station Westbahnhof und dann wieder Richtung Simmering. Ich wiederhole, dieser Zug fährt nur bis zur Station Westbahnhof und dann wieder Richtung Simmering. Bitte um Ihr Verständnis. In der Zwischenzeit ist auch die Rettung eingetroffen. So wie es ausschaut, ist die Erstversorgung voll im Gange. Man sieht da jetzt zwar Sanitäter, die sich um diesen verletzten oder erkrankten Mann kümmern. Und jetzt können wir sowieso noch abwarten, wie die Rettung dann eigentlich mehr oder weniger entscheidet, wird er in häusliche Pflege oder er wird mitgenommen. Ne? Aber man kann das von da ja nicht erkennen, jetzt, was genau gemacht wird. Ne? Also zumindest er sitzt am Boden. Ne? Jetzt müssen wir uns ein bisschen beeilen. Es ist eine Fahrgasterkrankung auf der Hütteldorfer Straße. Wir müssen Fahrerplatz wechseln. Das heißt, damit nicht so viel Stau ist, dann im Bereich dort, wo die Fahrgasterkrankung ist und damit nicht so viele Leute dort sind, werde ich jetzt kurz geführt und fahre wieder Richtung Simmering. Eine Fahrgasterkrankung. Ja, der Zug fährt wieder Richtung Simmering. Wenn Sie einfach auf die Ansagen hören, dann werden Sie die Information kriegen. Ganz viele Leute im Zug, oder? Ja, es sind viele Leute. Somit jetzt noch beachten, damit keiner eingezwickt wird, weil die Leute, die meisten, die jetzt runterkommen vom, also von oben, die wissen ja auch nicht, dass irgendwas ist. Vielleicht haben sie die Ansage nicht gehört. Somit muss ich jetzt aufpassen. Zug auf Gleis 1 Richtung Simmering, bitte einsteigen. Ja, die Leute beeilen sich, wie man sieht, weil ich nach Simmering fahre. Die meisten wissen auch nicht, dass ich nach Simmering fahre, weil es nicht auf die Ansage stand. Deswegen habe ich die Ansage nochmal gemacht. Glaubst du, verstehen Sie oder? Zurücktreten, Türen schließen. Steigen Sie nicht mehr ein. Aber man kann sicher sein, dass da etliche Leute im Zug sind, die sich wundern, dass das der andere Richtung fährt, oder? Das kann auch leicht passieren, ja. In der Leitstelle wird der Vorgang nun genau überprüft, um die weiteren Schritte rasch zu veranlassen und Verspätungen gering zu halten. Ich bin gerade mit der Bahre gekommen. Ja, wo ist die Bahre? Wo ist die Bahre? Jetzt ist der Rostlitz da. Das gehört zum Geschäft dazu. Ja. Also so gesehen, 5 Minuten haben wir Verspätungen in beiden Richtungen. Er ist Wolfgang. Er ist nicht verunreinigt. Nein. Bei 3-Minuten-Takt und Verspätung von 10-12 Minuten kann man sich ausrechnen, bei 4 Zügen mit 800 Personen, dass eben Tausende, wenn man so will, in der Frequenz zu spät kommen oder verspätet sind und davon betroffen sind. Also eigentlich eine kleine Ursache oder aber eine riesengroße Auswirkung aufs gesamte Netz. Der letzte war jetzt der Durchgangsgleiswechsel und jetzt fahren wir wieder normal. Ja? Gut, danke. Servus. Beim Konzert von Roger Waters bekommt man die Arbeiten im Hintergrund nicht mit. 40.000 teils unter Alkoholeinfluss stehende Konzertbesucher haben andere Sorgen, um die sich nun Nikolaus Panzera kümmern darf. Einfach weiter vorgehen, da ist noch Platz genug. Vorne ist noch Platz genug. Die Kraft der Lande vom Österreich, alles We need now education. Brum, 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 brum. Das bringen. Jetzt einsteigen. Vorne sind die Sitzplätze.
Schwind noch rein. Gegenüber der Nächste, bitte. Ja, Entschuldigung. Das ist immer schwierig. Manchmal trennt man unabsichtlich Personen. Der Nächste auf Gleis 1. Gegenüber, ja. Das ist auch so das Feingefühl. Ich würde niemals jemanden trennen absichtlich. Das kann man machen. Ja. Das ist, also da bleibt der Zug auch noch die Sekunden stehen, dass die wieder zusammen. Vor allem bei Kindern muss man da aufpassen. Also das ist bei einem Event heute, also bei jüngerem Publikum ist das immer gefährlich, dass dann wer zurückbleibt. Aber dafür sind wir auch da, dass wir auf solche Dinge schauen. Jawohl, also ins war ich Tiroler, er wir noch, ins hat es brutal gemacht. Wir sind alle feiern. Gut, schon war das. Schönen Tag noch. Tschüss. Danke. Der nächste Zug gegenüber. Der nächste Zug. Bitte. Nächster Zug gegenüber. Was ist denn schrecklich? Warum ich nicht einsteigen kann? Da ist Platz 40 Quadratmeter. Aber irgendwann muss er fahren. Ja, aber es ist Platz für 10 Euro. Es kommt ja gleich der Nächste. Und die kleine Frau sagt, nein, jetzt hat aber jemand gesagt, es darf niemand einsteigen. Und dann ist der Nächste Zug, der nimmt sie mit. Ja, eh? Ja, eh? Im Prinzip war Platz. Ich weiß eh, die Kollegin ist da die Böse, weil es hat jemand eine Stimme gesagt und sie hat es gemacht, aber das ist leider unser Job, das ist die Schattenseite. Jetzt kommt die gleich da und sagt, da dürfen wir auch nicht mehr rein. Genau, geschwind, sonst dürfen sie da auch nicht mehr rein. In Japan, wenn wir einen Wahnsinn, das ist Platz. Ja, wir fahren jetzt mit scheinbar nächsten nicht mehr als Einlagezug. Das heißt, wir fahren nächsten Zug auch wieder von dem Gleis. Ich hole mir jetzt gleich vorne dann die Info. Wahrscheinlich sind wir mit Einlagezügen fertig. Ich bin bitte. Extra von Tirol aus. Extra von Tirol, dass Sie bei uns das Konzert sehen können? Ja. Super. Ich bin extra von Tirol. War aber ein super Konzert. Welcher Sie? Roger Waters. Welcher Sie? Wir noch einmal die letzte Action, die Leute nach vorne, weil wenn wir jetzt nur mehr Tourenzüge fahren, dann brauchen wir, ja. Was? Nein, wenn wir nicht mehr auf Gleis 3 fahren, keine Einlage mehr. Deswegen ist jetzt wieder wichtig, dass die Leute nach vorne weitergehen. Danke sehr. Jetzt ist eine Stunde vorbei, seit das Konzert aus war und wir sind komplett fertig. Ich bin stolz und zufrieden, es hat wieder super funktioniert. Die Zusammenarbeit mit unserem Team, jedes Glied in der Kette hat funktioniert, einwandfrei, super. Ja.